Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei uns im Studio von der jährlichen Konferenz. Wir hoffen, ihr habt gut zu Mittag gegessen und seid parat und ready für den Nachmittag. Immer parat und ready sind Natascha Bertschinger, die bei uns zu Gast ist. Hallo Natascha. Schön, dass du dir kurz Zeit nimmst in deinem gedrängten Programm. Ich habe dich, glaube ich, noch keinen Moment gesehen, wo niemand gerade noch etwas von dir will. Das heisst, jetzt wissen alle, dass du da oben bist. Ich hoffe, dass niemand rausstürmen kommt. Das hat damit zu tun, dass du die jährliche Konferenz organisierst, mit einem Team zusammen. Was ich aber noch nicht ganz durchblickt habe, ist, was deine Funktion ist. Kannst du uns da ein paar Sätze dazu sagen? Meine Funktion ist eben eine Mischform von ganz verschiedenen Aufgaben. Einerseits bin ich zuständig, dass vor Ort mit dem OK zusammen alles funktioniert. Und andererseits bin ich die Schnittstelle in alles, was von der EMK Schweiz reinkommt. Und dort bin ich Mitglied vom Bischof, vom JK-Büro, wo dort am Funktionieren ist. Das heisst, vor Ort organisieren wir mit einem OK zusammen, der jetzt hier von Thun ist, die ganze jährliche Konferenz, die ganze Logistik, der Teil vom Verpflegen, von der Infrastruktur, vom ganzen Übernachtungsprogramm und so weiter. Das OK, das ist seit einem guten Jahr im Einsatz mit uns zusammen. Etwa im Monatsrhythmus mit einer Sitzung, haben viele Stunden auch dazwischen involviert. Und dort gilt es vor allem, Fragen zu beantworten, mitten unterwegs sein, zu organisieren, jetzt auch hier vor Ort. Und dann gibt es den ganzen Teil von der EMK Schweiz, um sie im Logistischen mit drinnen zu nehmen, um das Programm auf der Bühne zusammenstellen, um die ganzen PowerPoints im Hintergrund zusammenstellen, um die Abläufe mit besprechen, um im Vorstand mit zu kommunizieren. Es hat ganz viele Schnittstellen drinnen. Also eigentlich wirklich überall, also nicht nur logistik organisatorisch, sondern auch inhaltlich und Programm. Am Inhalt selber habe ich nichts zu sagen, grundsätzlich. Ich bin wirklich nur dafür da, um zu schauen, dass dieses Inhalt funktioniert schlussendlich auf der Bühne. Dass zum Beispiel die Leute abstimmen können, dass man wählen kann, dass man es überhaupt sieht, so ein bisschen Detail, und dass der Zeitplan eingehalten wird, zusammen mit der Arbeit mit dem Zeitplaner. Jetzt sind wir schon fast in der Hälfte angekommen vor der Jahreskonferenz. Was ist so dein Zwischenfazit? Wir haben super streng gestartet. Einfach durch das ganze Corona-Thema sind wir ganz kurzfristig drin. Wir haben lange nicht gewusst, mit wie vielen wir rechnen vor Ort. Wir sind mega froh, dass wir so viele Leute vor Ort haben. Ich glaube, nicht nur ich, alle geniessen es, zusammen vor Ort da können sein. Hat aber ganz viele Herausforderungen zum Lösen, kurzfristig zum Lösen. Und darum ist es eine recht strenge Sache. Wir hatten am Anfang leichte technische Schwierigkeiten gehabt. In der Zwischenzeit finde ich es mega cool, wie es Hand in Hand geht überall. Und ich geniesse die paar wenigen Minuten, wo ich wirklich auch Hand zum mit irgendwem reden und unterwegs sein. Und ich habe das Gefühl, von der Stimmung, wenn ich so ein bisschen mitbekomme, geht es ganz vielen, die da vor Ort sind, gleich. Die technischen Schwierigkeiten haben so damit zu tun gehabt, dass ein paar Delegierte daheim per Zoom dabei sind wegen Corona, oder sind auch sonst Schwierigkeiten auftaucht? Ja, die grosse Herausforderung ist wirklich, dass wir die Hälfte hier vor Ort haben, gerade etwa die andere Hälfte daheim im Zoom. Das Ganze auf mehrere Länder verteilt im Zoom, wo auch die Leitungen nicht immer ganz stabil sind von dieser Seite her. Dass wir parallel da den YouTube-Kanal am Fahren haben und dort die ganz vielen Schaltknöpfe und Leute, die richtig funktionieren müssen, miteinander zusammenzubringen. Ich habe sie nie gezählt. Ich habe das Gefühl, da unten sind gleichzeitig 16 bis 20 Leute im Einsatz, damit wir überhaupt technisch können durch Moment durchgehen. Das ist vielleicht auch mal der Moment, oder, um das zu sagen. Man sieht uns oder man sieht die Bühne, aber was da dahinter läuft, das ist wirklich wahnsinnig, wie viele Leute da am Arbeiten sind. An dieser Stelle mal einfach ein grosses Dankeschön an all die Leute, die da am Funktionieren sind. Zum Beispiel auch hier bei uns im Studio, das sind nicht Sarina und ich, das ist immer der Marius, der noch da hinten hockt und mit im Team ist. Uns sieht man, aber noch viel, viel, viel mehr Leute, die im Hintergrund im Einsatz sind. Ganz, ganz ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Wir schauen vorher auf den Nachmittag. Natascha, wenn du die Inhalte nicht ausgearbeitet hast, du weißt sicher bei allem, was es ist. Wir sind auch viel zu dir noch gefragt, oder? Mit was für Fragen könnten wir unseren Gästen erstellen. Wir schauen vorher. Es wartet in rund 5 Minuten das Gedenkfeier auf uns. Leute, die auf YouTube zuschauen und keine Ahnung haben, um was es in dieser Gedenkfeier geht, kannst du uns da einen Einblick geben? Ja, kann ich. Es geht darum, dass wir an die Leute
gedenkt, eben daran gedacht, dass sie verstorben sind im vergangenen Jahr, und zwar an angestellte Personen im Pfarrverhältnis oder in einem anderen Verhältnis, dass man einen Moment nochmal innehaltet und an sie zurückdenkt, mit den Angehörigen zusammen an sie zurückdenkt und ihnen eine Möglichkeit gibt, so auf die Art nochmal zurückzuschauen, hinzuschauen und auch nochmal ihr zu erbieten, so in dem Sinn. Es hat auf der Bühne, werden dann nachher gesehen, 15 Welsen stehen, die nachher gefüllt werden, auch mit Inhalt, wo man jeweils mit diesen Leuten an die Leute denkt. Das ist so ein bisschen der Hauptpart drin. Ja. Dieses Jahr speziell geht es nicht nur um die, sondern es geht auch um die vielen Corona-Verstorbenen, wo wir doch auch in der IMK Schweiz etliche haben, die irgendwo wegen Corona, an Corona, wie auch immer, gestorben sind. Also ganz wichtig, die Gedenkfeier, wo wir jetzt dann werden drin eintauchen. Dir schon mal danke vielmals, Natascha, dass du zu uns aufgekommen bist, dich unseren Fragen gestellt hast und wir mal das Gesicht gesehen haben, wo da hinter ganz, ganz viel Arbeit steht an dieser jährlichen Konferenz. Herzlichen Dank und vor allem einen guten zweiten Teil von dieser JK. Merci vielmals, das wünsche ich euch zwei, euch drei hier oben auch. Und danke, dass ich hier durchgekommen bin. Es hat Spass gemacht, mal eine andere Seite noch mal zu sehen.